Das ist der Aufnahmeraum. Das ist jetzt mehr ein Abstellraum. Hier haben früher die Gruppen gestanden mit ihren Schlagzeug, E-Gitarren, Bassgitarren, Synthesizer und so weiter. Da stand die Schlagzeugkabine. So, ja, gut. Da hinten sind noch die Mikrofone. Hier ist das Piano, was zugestellt ist. So, jetzt sind wir in der kleinen Regie. Da sieht man die Mehrspurmaschinen, die ich auch erklären werde, und Schnursenkel, dann die vielen Effektgeräte und dann die vier Boxen, wo man die Musik vergleichen kann, dass man auch auf kleinen Lautsprechern das noch alles mitbekommt. So, hier im Vordergrund ist das Mischpult mit 24 Kanälen, 56 Schiebern und 300 Bodies und 600 Drucktasten. Das ist von Allen & Heath. Das nennt sich Syncon. Oben sieht man dann das Quantec, da kann man Räume von 1 Kubikmeter bis zu 1 Million Kubikmeter rekonstruieren. Oben ist ein Equalizer, da sieht man die einzelnen Frequenzen. Oh, das sehe ich auch, da ist ein Einschub kaputt. Naja, müssen wir mal bald reparieren. So, hier vorne sieht man die Telefunkenmaschinen M15A, einmal vorne die internationale Spurlage und hinten die deutsche Spurlage, die hat der Rundfunk benutzt, aber das Band nicht so beschädigt. So, unten sehen wir dann eine 16-Spur, auch eine M15, und die Elektronik ist von ABE. Das ist eine 2-Zoll-Maschine. Oben sehen wir dann eine Brinell, 1-Zoll, ist eine 8-Spur, ist eine englische Maschine, sehr gut. Daneben rechts, das ist die Studer, 1/4 Zoll als Zuspiel- oder Abhörmaschine. Und dann kommt das Abfallprodukt von Studer, also eine Refox. So haben die das mir mal erklärt. Einen Tangential-Schallplattenspieler. Dann kommen zwei Noise Gates von S-Tech und dann noch ein User Mario Space Station. Darüber noch ein Lexikon. Über den CD-Player ist noch ein Gerät, da kann man die Stimme aus der Mitte rausmachen. So, dann sieht man hier vorne UE1000 von Klein und Hummel. Das sind Universal Equalizer
Da kann man eine Million Frequenzen rekonstruieren. Das hat im Studio sogar 7 Stufen. Dann sieht man noch ein neues Gate von Symmetrix. Da ist noch ein FX, Reberg. Effektgeräte, alles der EMS Vocoder 2000. Dann rechts sieht man noch Noise Gate, Flanger, Harmonizer, Spiralhall, Kompressoren und so weiter. Das sind Verstärker für die verschiedenen Sachen. So, hier sieht man noch CD-Player. DAT Recorder 2, einer ist total über, nicht mehr. Jetzt werden wir mal gleich weiter überschwenken, auch sehe ich, hoffe ich. So, da sieht man die GBL-Boxen, darunter müssen dann die Spendor-Boxen kommen. Nochmal links die nochmal eine Spendor-Box, das eine ist eine aktive, das andere ist eine passive. Sieht man nochmal zwei Schnürsenkelmaschinen von ASC als Zuspiel. Hier vorne ist das Steuergerät von dem Lexicon 224. Das ist, glaube ich, das Gerät, so sehe ich es noch. Ja, 224X. Auch ein sehr gutes Gerät von Quantec. Unter den DAT-Rekordern ist der Behringer, da kann man den gesamten Frequenzgang befreien vom Rauschen. Dann kommt der Hum-Killer, das ist, da kann man das Brummen aus den einzelnen Frequenzen rausholen. Und dann ist der Unterpanzkamm, da kann man die Instrumente von einer Seite automatisch in die andere schieben. So, dann sieht man hier nochmal diese Telefunkenmaschine, das ist die deutsche Vorlage. Spielmaschine oder Abhörmaschine. Thank you.
The top of 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 the top of